Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach Recht. Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Sandro Wulff. Mein Motto: Gestalten ist besser als streiten. Ich begrüße dich zur Folge Arbeitszeiterfassung, das Ende der Vertrauensarbeitszeit. Du kannst zurzeit viel von Homeoffice, mobiles Arbeiten und neuen Arbeitszeitmodellen wie der Vertrauensarbeitszeit hören und lesen. Und es beschäftigt die Wirtschaft, es beschäftigt die Mitarbeiter und die moderne Arbeitswelt wandelt sich. Dies im Gleichklang auch mit den Änderungen und dem Verständnis der Menschen zur Arbeit als auch der Beziehungen der Menschen zueinander. Das betrifft auch das Verhältnis der Mitarbeiter zum Arbeitgeber und natürlich umgekehrt. Und in diesem Wandel, der nun mal Corona-bedingt beschleunigt wurde, platzt die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, also des EuGH, zur Arbeitszeiterfassung und das, was die Arbeitsgerichte damit dann machen. Was hat der EuGH mit seinem Urteil vom 14.05.2019 entschieden? Was jetzt in die deutschen Gerichtsbarkeiten drängt, weil wir wissen ja immer, wenn so eine neue Rechtsprechung kommt, dann wird das umgesetzt und dann dauert das, bis das zu den Obergerichten kommt. Da gehen wir schnell 1-2 Jahre ins Land. Ja, und der EuGH hat entschieden, Unternehmen sind verpflichtet, anhand von Arbeitszeiterfassungssystemen die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter zu protokollieren. Heißt das jetzt, die Stechuhr ist wieder Pflicht und das im digitalen Zeitalter? Was bedeutet das eigentlich für das deutsche Arbeitsrecht und welche Formen der Arbeitszeiterfassung sind überhaupt zulässig? Was sagen die deutschen Gerichte dazu? Einen aktuellen Einblick gebe ich dir mit dieser spannenden Folge. Viel Spaß! Mit Urteil vom 14. Mai 2019 hat der EuGH entschieden, dass die Mitgliedstaaten Arbeitgeber dazu verpflichten müssen, ein System einzurichten, mit dem die tägliche Arbeitszeit der Mitarbeiter gemessen werden kann. Die Mitgliedstaaten müssen also alle erforderlichen Maßnahmen treffen, dass den Arbeitnehmern die täglichen und wöchentlichen Mindestruhezeiten und die Obergrenze für die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit der Arbeitszeitrichtlinie tatsächlich zugutekommen. Das EuGH meint, nur so könne die sogenannte EU-Grundrechtscharta und die Arbeitszeitrichtlinie und der damit bezweckte Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer tatsächlich einer Kontrolle durch Behörden und Gerichte zugeführt werden. Arbeitszeiterfassung zum Schutze der Arbeitnehmerrechte und das im Lichte dessen, dass man meint, dass ohne ein solches System, welches die tägliche Arbeitszeit misst, es eben äußerst schwierig sei oder gar nicht möglich ist, dass Arbeitnehmer ihre Rechte durchsetzen können. Und das hat den EuGH veranlasst, eben zu entscheiden und an der Stelle eben auch zu sagen, würde es nicht diese Regelung der systematischen Arbeitszeiterfassung geben, dann würde der Schutzzweck der Arbeitszeitrichtlinie gefährdet werden, also die Frage, ob die Mindestruhezeiten oder die wöchentliche Höchstarbeitszeit eingehalten wurde. Und an dieser Stelle wird noch einmal deutlich, dass sämtliche Regelungen im europäischen und deutschen Arbeitsrecht dem Schutz der Arbeitnehmer und der Mitarbeiter gelten. Also selten, dass sich der Arbeitgeber darauf berufen kann, sondern es sind sogenannte Arbeitnehmerschutzrechte. Dies hat seinen Ursprung in der Industrialisierung um 1900, also zu der Zeit die Mitarbeiter und Arbeitnehmer ohne gesetzliche Regelung den Wünschen und der Abhängigkeit vom Arbeitgeber ausgesetzt waren. Und unter dem damaligen Ungleichgewicht, somit zu Lasten der Arbeitnehmer, sollte eine Grenze eingeführt werden, also hat der Staat Arbeitnehmerrechte eingeführt, die ausgleichend wirken sollten. Was damals in dieser Konsequenz notwendig war, bedarf in der heutigen Zeit aus meiner Sicht so mancher Korrektur. Dies ist jedoch nicht Gegenstand der heutigen Podcast-Folge. Gesetzliche Regelungen im Arbeitsrecht sind deshalb in der Konsequenz Regelungen zur Einschränkung der Vertragsgestaltung des Arbeitgebers
und der Stärkung der Position des Arbeitnehmers. In diesem Lichte ist das Urteil des EuGH zur Arbeitszeiterfassung zu sehen. Auf den ersten Blick scheint die Rechtsprechung des EuGH in diesem Fall auch zum Nachteil des Arbeitnehmers und Mitarbeiters zu sein, wenn dieser verpflichtet wäre, seine Arbeitszeit im Unternehmen des Arbeitgebers gleich einer Stechuhr erfassen zu lassen. Deshalb schrieb die Presse auch, nachdem dieses Urteil veröffentlicht worden ist: Die Entscheidung des EuGH ist ein Rückschritt für die digitale Arbeitswelt. Die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes sind in vielerlei Hinsicht nicht mehr vereinbar mit flexiblen Arbeitszeitmodellen. Homeoffice und mobiles Arbeiten haben bereits Einzug in den Arbeitsalltag vieler Mitarbeiter gefunden. Durch die Verpflichtung zur aktiven Zeiterfassung könne diese neue Flexibilität wieder stark eingegrenzt werden. Moderne Zeiten bringen neue Entwicklungen und Abläufe in den Unternehmen werden den gesetzlichen Regelungen angepasst. Ja, so werden nicht nur Lücken im Gesetz, sondern insbesondere aber auch, das mag man hier bitte mal den Arbeitgebern zugutehalten, gesetzeskonforme Praktiken gesucht. Das auch sehr häufig, weil ja Betriebsräte, Personalräte, also Mitarbeitervertretung beteiligt werden. Für die Arbeitszeiterfassung bedeutet dies für den Arbeitgeber in der Regel, dass er Zeiterfassungssysteme einführt, die möglichst zeitsparend sowohl in der Erfassung als auch in der Auswertung sind. Über eine solche Praxis musste dann das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg im Juni 2020, also dieses Jahr, entscheiden. Was war passiert? Der Arbeitgeber hatte in dem Unternehmen ein Zeiterfassungssystem eingeführt, wonach sich die Mitarbeiter vor dem Betreten des Arbeitsplatzes per Fingerabdruck anmelden und beim Verlassen des Arbeitsplatzes über diesen Fingerabdruck auch wieder abmelden mussten, also so gleich einem biometrischen Fingerabdruck. Ein Arbeitnehmer hatte sich geweigert, diese Zeiterfassung zu benutzen. Stattdessen hat er die Arbeitszeit, so wie es auch vor Einführung dieses neuen Systems gehandhabt wurde, handschriftlich vorgenommen. Der Arbeitgeber hat daraufhin den Arbeitnehmer dreimal abgemahnt und ihm gesagt: Du, bitte nimm das neue Zeiterfassungssystem. Weigerst du dich, das zu nutzen, also das neue System mit dem biometrischen Fingerabdruck, dann kündige ich das Arbeitsverhältnis auf. Gegen diese Abmahnung ist der Arbeitnehmer vor das Arbeitsgericht gezogen. Ja, und die erste und auch die zweite Instanz hielten diese Abmahnungen für unwirksam. Und die Gerichte erklärten, dass der Mitarbeiter nicht verpflichtet ist, das neue Zeiterfassungssystem mit dem biometrischen Fingerabdruck zu nutzen. Das Gericht hat insbesondere unter Maßgabe des Artikel 9 Absatz 1 Datenschutzgrundverordnung ausgeführt, dass die Verarbeitung von biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person untersagt sind. Ja, wir sehen auch hier, Datenschutzgrundverordnung greift auch in das Arbeitsvertragsverhältnis sehr stark ein. Artikel 9 Absatz 2 dieser Datenschutzgrundverordnung sieht zwar einige Ausnahmen vor, die sind jedoch daran geknüpft, dass die Verarbeitung der Daten erforderlich sein muss. Ne? Also dass erforderlich sein muss, damit der Arbeitgeber auch die ihm aus dem Arbeitsrecht erwachsenen Rechte und Pflichten erfüllen kann. Und ich meine, diese Position hat hier der Arbeitgeber bezogen unter Verweisung auf das Urteil des EuGH und das ist auch gar nicht so weit weg. Das Berufungsgericht und das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat diese Auffassung jedoch nicht geteilt. Ne? Vielmehr hat das Gericht ausgeführt, dass nicht ersichtlich sei, dass ein objektives, verlässliches und zugängliches System der Verarbeitung biometrischer Daten der Mitarbeiter, das ist der Bedarf. Ja, es hat auch aus der Entscheidung des EuGH aus 2019 zitiert, weil in der wurde ausgeführt, und da zitiere ich das mal auch: Es ist darauf hinzuweisen, dass die derzeitige Technologie die verschiedensten Systeme zur Erfassung der Arbeitszeit ermöglicht. Klammer auf, Aufzeichnung in Papierform, Computerprogramme, elektronische Zeitausweise. Naja, in dem jetzigen Zeitalter auf die Papierform hinzuweisen, wenn wir über Digitalisierung reden, und das im Jahr 2019, finde ich schon sehr abenteuerlich. Manchmal sind die Herren an den obersten Gerichten nicht nur lange im Arbeitsrecht, sondern auch in Jahren so gereift, dass sie das, was an Entwicklung sich an der Basis passiert, nicht mehr sehen. Und zu Recht stellt sich an dieser Stelle auch der Arbeitgeber die Frage: Ja, wie soll bei einer solchen Auslegung einer Zeiterfassung
Vor allem mobilen Arbeitsplätzen oder Vertrauensarbeitszeit, wie soll da Zeiterfassung funktionieren, ja? Wie soll das erfolgen? Und ja, der Arbeitgeber muss eben insbesondere dabei wissen und auch darauf achten, was der EuGH als auch deutsche Arbeitsgerichte im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung im Rahmen der sogenannten Erforderlichkeit für Überlegung anstellt. Das Landesarbeitsgericht hat dazu ausgeführt, erforderlich ist ein technisches System, das das Persönlichkeitsrecht eines Menschen berührt, nur dann, wenn ein legitimer Zweck verfolgt wird und zur Erreichung dieses Zwecks kein gleichwirksames, das Persönlichkeitsrecht weniger einschränkendes Mittel zur Verfügung steht. Mit Verlaub, also diese Begründung würde in der Tat ja bedeuten, wenn man sie jetzt ganz eng auslegt, aus den Augen des Arbeitgebers ist das mobile Arbeiten und die Vertrauensarbeit auszuschließen. Ja? Es wird immer ein weniger einschränkendes Mittel zur Verfügung stehen, wenn der Mitarbeiter argumentiert, ja, ich kann doch meine Arbeitszeit mit einem Kugelschreiber auf einem Zettel erfassen. Ja, das ist doch immer weniger einschränkend. Das hat für den Arbeitgeber viele Nachteile, aber insbesondere in dieser modernen Zeit und in der Zeitalter Digitalisierung ist der Nachteil, dass eine Verarbeitung dieser Daten ja nur mit einem sehr hohen Aufwand und einem regelmäßigen Zeitversatz, ja, und dann noch Unterbindung zusätzlicher personeller Ressourcen verbunden ist. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Zugleich, ja, gut, tangiert das auch die Frage der Manipulierbarkeit der Daten, wenn die Parteien das Arbeitsverhältnis mobil leben, arbeiten. Gut, aber Vertrauensarbeitszeit mag da noch andere Grenzen haben und deswegen ist diese Manipulierbarkeit sicherlich etwas, was an zweiter oder dritter Stelle steht. Danach stellt sich für mich die Frage, ob durch den Arbeitgeber bei der Installation eines Arbeitszeiterfassungssystems mit Chipkarten, Transponder oder anderen lesbaren Ausweisen gearbeitet werden darf. Auf diese Argumentation haben die deutschen Gerichte auch eine Antwort gefunden, denn die haben ausgeführt, dass die Verwendung solcher Zeiterfassungssysteme grundsätzlich zulässig ist. Sie müssen jedoch mit der Datenschutzgrundverordnung vereinbar sein. Ja, das ist jetzt nichts Neues. Habe ich immer noch keinen konkreten Punkt als Arbeitgeber, der jetzt nicht Jurist ist. Deswegen diese Grundgedanken berücksichtigen, bedeutet dies doch praktisch für den Arbeitgeber, dass er digitale Zeiterfassungssysteme einführen kann. Er muss jetzt nur schauen, welche Systeme greifen, in welcher Art und Weise in die Rechte des Mitarbeiters ein unter Vorgabe der Datenschutzgrundverordnung. Das, glaube ich, erschließt sich am einfachsten an praktischen Beispielen. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Der Arbeitgeber möchte die Arbeitszeit systematisch für die Mitarbeiter mit einer App erfassen. Vorteil dieser App ist, dass die Daten automatisch mit der hinterlegten Sollarbeitszeit abgeglichen werden und für den Erfassungszeitraum Plus- bzw. Minusstunden ausgewiesen werden. Diese App lässt zwei Einstellungen zu. Bei der einen Einstellung erfasst das System die Arbeitszeit, wenn der Mitarbeiter das Firmengelände betritt. Also sprich, es nimmt ein gewisses Bewegungsprofil auf. Und bei der anderen Einstellung kann der Mitarbeiter händisch den Zeitpunkt des Arbeitsbeginns eintragen. Also so ähnlich wie dies per Papier und Kugelschreiber erfolgt wäre, nur dann direkt auf dem Handy zum Beispiel. Sofern jetzt ein Mitarbeiter sich gegen die Verwendung dieser App wehren würde, würden die Gerichte sehr wahrscheinlich unter Anwendung der dargestellten Kriterien die Verwendung der ersten Alternative für bedenklich ansehen und ja, dann das auch für unzulässig urteilen. Denn hier könnte ja unter Maßgabe der Datenschutzgrundverordnung Daten erhoben werden, die auf ein Bewegungsprofil schließen lassen. Und das ist für die Erfassung der Arbeitszeit nicht zwingend notwendig. Anders bei diesem händischen Eintragen durch den Mitarbeiter, hier bestehen ja keine ernsthaften Bedenken der Verwendung einer solchen App, denn es ist jetzt nicht weiter was anderes als ein elektronischer Notizblock. In einer weiteren Abwandlung wird dies nochmal deutlich. Also jetzt nehmen wir mal die gleiche App. Also die Nutzung dieses Zeiterfassungssystems erfordert, dass der Mitarbeiter diese App auf einem Handy oder einem anderen mobilen Endgerät aufspielt. Diese müssen, ja, muss der Mitarbeiter in der Nähe haben, wenn er also wirklich dann minutengenau die Zeit dokumentieren will, wenn er die Arbeit aufnimmt. Für den Arbeitgeber liegt da also nichts näher, als dem Mitarbeiter aufzugeben, diese App auf seinem privaten Endgerät zu downloaden. Ja, wenige Kosten, praktische Handhabe.
Und jetzt kommt wieder der Fall, nur dann kommt es ja zur Überprüfung durch ein Gericht, wenn sich ein Mitarbeiter gegen diese Weisung des Arbeitgebers wehrt. Ja, was würde passieren? Sehr wahrscheinlich würde bei der aktuellen Rechtsprechung der Mitarbeiter Recht bekommen. Der muss diese App nicht auf seinem privaten Gerät installieren. Hintergrund ist, dass der Arbeitgeber im Rahmen seines Direktionsrechts, ja, und das ist ja das, was mit dem er es auch unter Maßgabe der arbeitsvertraglichen Regelung aufgeben kann, dass er also nach diesem Direktionsrecht nicht über die im Eigentum der Mitarbeiter stehenden Sachen verfügen kann. Dazu gehören eben auch die mobilen Endgeräte der Mitarbeiter, ganz klar. Weigert sich also ein Mitarbeiter freiwillig, die App auf seinem privaten Endgerät zu installieren, so kann der Arbeitgeber dem oder den Arbeitnehmern ein dienstliches Gerät zur Verfügung stellen. Aber ganz ehrlich, in der Regel wird der Arbeitgeber, wenn ich sage jetzt mal 90 Mitarbeiter sagen, ja, wir machen das, wir installieren das auf dem privaten Gerät und 10 sagen, nö, mache ich nicht. Ja, und dann wird der Arbeitgeber diese Mitarbeiter nicht belohnen, indem er denen dann ein Firmenhandy überlässt zur Dokumentation. Was ist dem Arbeitgeber anzuraten? Er kann ein Gerät auf der Arbeitsstelle vorhalten, auf dem die Mitarbeiter bei Arbeitsbeginn eben die Daten dann eingeben. Nicht gerade das, was man praktisch möchte, aber erstmal eine Alternative, wenn man das System nicht weiter fortentwickelt. So. Und ähnlich ist zu verfahren mit Systemen und Programmen, die beim mobilen Arbeiten bzw. dem Homeoffice auf den Endgeräten genutzt werden. Also klar, wenn mit dem Laptop gearbeitet wird, dann kann ich da eine ähnliche App installieren und dann ist das auch nutzbar. Ja, stellt die Entscheidung des EuGH danach einen solchen Rückschritt für die digitale Arbeitswelt dar? Ich meine, wenn man sich das so anguckt, in der Endkonsequenz nein. Denn die digitale Arbeitswelt gibt den Parteien so viele Möglichkeiten, dass auch diesen Vorgaben Rechnung getragen werden kann. Ja? Es bedarf aus meiner Sicht allein dem Gestaltungswillen und dem notwendigen Vertrauen der Parteien. Wird dies gepaart mit einer modernen Führung der Mitarbeiter, also gemeinsamen Werten und Zielen, wird aus meiner Sicht der digitale Wandel im Arbeitsrecht auch gelingen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Hast du Fragen zu diesem Thema oder wie du dies in deinem Unternehmen umsetzen kannst? Ich begleite dich da gern mit meinem Team, wende dich also an mein Team und somit auch an mich. Die Kontaktadressen findest du in den Shownotes, also diesen Notizen und Anmerkungen zu dieser Folge. Hier findest du auch weitere Links zu Beiträgen, die ich in diesem Zusammenhang hier mit aufgenommen habe, die für dich interessant sein können. Ja. Hat dir die Folge gefallen? Dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da oder teile diese Folge mit deinen Freunden. Gern kannst du mir auf den verlinkten sozialen Netzen auch deine Meinung als auch deine Fragen schreiben. Wenn du mehr zu den Themen des Arbeitsrechts und modernem Führen erfahren möchtest, dann abonniere diesen Podcast. Damit erhältst du jede Woche eine neue Folge und das dann auch noch frei Haus. Bis ganz bald, wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach Recht. Dein Sandro, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht und dein Experte zu den Fragen rund ums Arbeitsrecht.